Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Trend Raider Trendbox aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam. Und ich verlose in diesem Video auch etwas, und zwar eine selbst zusammengestellte Beautybox. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. Ich bin gerade etwas außer Puste, denn ich bin gerade die ganze Zeit dabei. Also, heute ist Drehtag, habe ich jetzt schon in super vielen Videos gesagt. Und ich stelle die ganze Zeit meinen Hintergrund um und ändere dies, ändere das, immer so ein kleines bisschen. Und zoome euch weiter weg, zoome euch näher ran. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was euch so am besten gefallen hat, was ihr vielleicht schöner finden würdet oder so. Und dann kann ich mal schauen, ob ich das dann irgendwie noch ein bisschen optimiert bekomme. Denn das ist halt heute so ein bisschen meine kleine Mission, neben dem, dass ich hier natürlich gerade am Arbeiten bin. Aber läuft. Die Trend Raider Trendbox erscheint monatlich. Wir haben hier, ich glaube, 6 bis 8. Oh Gott. Ich habe mir das aufgeschrieben. Mindestens 7 nachhaltige, tierversuchsfreie Trendprodukte. Wir haben immer über 85 Euro als Warenwert. Wir haben 29,95 €, die wir pro Box bezahlen und dementsprechend auch pro Monat. Genau, und der Code ist Claudi15. Damit kannst du 15% auf deine erste Box sparen. Schau gerne in der Infobox vorbei, habt ihr da alles rein verlinkt, genauso wie hier auch so Timestamps sind, dann kannst du immer weiter hüpfen, ne? Dass du dir das angucken kannst, wie du dir das angucken kannst. Genau, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, es ist eine nachhaltige Box. Wir haben hier halt nicht so eine reine Beauty-Box oder so, wir haben hier tatsächlich Beauty, Food, Lifestyle, Fashion, das ist alles hier drin vertreten, richtig cool. Wir hatten schon eine Packung Mehl hier drin, wir hatten schon Waschmittel hier mit drin. Richtig aufregende Produkte. Wir hatten schon T-Shirts mit dabei. Alles Mögliche. Und ich finde es sehr, sehr, sehr cool, einfach jeden Monat überrascht werden zu können von dieser Box. Echt aufregend, ne? Bevor es mit der Box richtig losgeht, lag bei mir hier etwas oben drauf. Und ich glaube, das ist diejenigen, die halt die Box vorstellen, ne, die zugeschickt bekommen, bekommen halt dieses kleine Goodie auch mit dabei. Einfach um das einfach hier vorzustellen. Falls ihr Bock auf das Produkt habt, schaut in der Infobox. Ich verlinke euch das alles, ne? Orangerie Mini Puzzle, 42 Teile ist das. Und das war eigentlich ganz süß geschrieben, dass du dir quasi... Das ist jetzt für mich ein bisschen Anti-Werbung, oder? Dass man sich ein bisschen Bildschirmauszeit nehmen kann. Also nachdem man dieses Video geguckt hat und sich ein Puzzle bestellt hat, kann man sich ein bisschen Bildschirmauszeit nehmen. Ist halt super wichtig für die Augen, auch einfach mal was anderes zu sehen. Ich habe halt, bevor ich so YouTube und so gemacht habe, ne, auch schon sehr kreative Sachen gemacht. Denn YouTube ist für mich Kreativität pur. Ich schmink mich immer gerne kunterbunt und habe hier auch sehr viel kreative Freiheiten. Und ich habe damals viel gepuzzelt, ich habe viel gemalt, ich habe musiziert, also Gitarre gespielt, selber Songs geschrieben und so. Aber nichts, was ich hier auf YouTube mal irgendwann zeigen möchte, weil das ist mir unangenehm. Tatsächlich finde ich das halt auch sehr cool, dass man auch einfach mal so ein bisschen was macht, um die Hand-Augen-Koordination zu verstärken. Und da sind solche Mini-Puzzle oder generell Puzzle ganz cool. Ich hasse vielleicht für 5 bis 10 Minuten ein bisschen was, ne? Ist jetzt ab 4 Jahren oder ab 3 Jahren geeignet. 0 bis 3 sollst du es nicht machen. Aber ne, so jetzt unser kleiner Neffe zum Beispiel, dem könnte man das geben. Oder wir haben ja auch so eine Spielekiste, wenn Kinder vorbeikommen zu Besuch, kann man so ein Puzzle mal mit reinmachen. Wobei da auch schon ein Puzzle natürlich drin ist, ne? Ich finde das Motiv auch... Ja, süß, ne? Aber halt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das rahme ich mir ein und hänge mir das auf. Bin ich ehrlich. Da gibt es deutlich schönere Puzzle. Aber finde ich, also von der Idee her auf jeden Fall cool, dass man sich so ein bisschen Auszeit nimmt, auch den Augen. Süß, definitiv, ne? So, jetzt fangen wir an mit dem Unboxing. Und die Box ist hier halt immer unverschlossen. Das finde ich cool, weil dann kann ich die auch immer weiterverwenden, was ich auch mache. Und wenn ich die aufklappe, kommt als erstes ein bisschen Puffermaterial raus. Und dann haben wir hier schon direkt das Motto stehen, Wildlife, also das wilde Leben. Hallo. Und man sagt ja Großstadt, Dschungel tatsächlich auch, ne? Aber ich wohne ja auf dem Land und wir haben hier wirklich das wilde Leben, was ich liebe. Ich liebe es hier, die Bienen zu sehen. Ich liebe es, dass wir
Irmgard hier überwintert hat, unseren Igel halt, ne? Dass man da einfach so ein bisschen Natur auch sich nach Hause holt. Ich liebe es, dass ich hier aus dem Fenster gucke und direkt einen Wald sehe. Ich sag's euch, ich mag das einfach. Und ich bin halt so überhaupt nicht so Stadtmensch in dem Sinne, dass ich jetzt immer nur Hochhäuser um mich herum haben könnte. Wir wollten damals immer nach Hamburg tatsächlich ziehen, das war immer unser Ziel. Haben uns aber dagegen entschieden, weil mein Freund und ich, wir sind halt beide so richtige Landeier. Er ist richtig auf dem alten Hof auch groß geworden und ja, ich in der Siedlung, aber trotzdem war das halt immer alles sehr natürlich und sehr, ne, traditionell halt alles. Und das möchte ich nicht missen. Also manche Dinge, klar, möchte ich ein bisschen schöner gestalten für mich, also ein bisschen moderner, ne? Halt auch Ansichten und so, gesellschaftliche Konventionen. Oh, großes Thema bei mir, Leute, ich sag's euch. Aber ja, ne, trotzdem, ich mag das einfach. Ich mag dieses Dörfliche, ich mag Siedlung. Ich mag es, dass meine Nachbarn mich grüßen. Ich mag es, dass wenn ich im Vorbeet am Unkrautzupfen bin, dass meine Nachbarin vorbeikommt und sich zu mir setzt und sagt, Mensch, Claudi, wir machen so viel, gönn dir mal eine Pause, isst dir mal ein Stück Kuchen. Und die bringt einem dann auch ein Stück Kuchen oder eine selbstgebackene Brezel oder so vorbei. Ne? Ich liebe es. Ich liebe Schnack am Gartenzaun. Ich finde es einfach herrlich hier. Ich liebe es, dass man hier jetzt nicht irgendwie Angst haben muss, dass irgendwas passiert, wenn man vergisst, sein Auto abzuschließen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das sind dann halt so die Dinge, die ich hier echt genieße, ne? Ja, dafür ist es halt alles nicht so ganz zentral, das Ganze hier. Aber ich mag es gerne. Okay, erster Blick in die Box sieht übrigens so aus. Ich finde, das sieht gut aus. Wir haben hier immer so ein Kärtchen mit dabei. Und ich habe jetzt, ich glaube, das habe ich aber schon mit Liebe gepackt von Lene. Wenn du die Kärtchen von 1 bis 10 sammelst, kannst du eine Geschenkbox gewinnen. Das ist hier einmal die Lene. Und die kommt mir bekannt vor, von ihrer Optik. Dann habe ich hier auch ein Kärtchen drin, weil es halt eine Kooperation ist. Ne? Ja, Handmade in Berlin with Love. Also es kommt aus Berlin. Eigentlich wäre ich jetzt in Berlin, wenn ich nicht so schwanger wäre. Tatsächlich, weil mein Papa auch seinen 60. Geburtstag dort feiert. Wir haben das aber anders gemacht, dass wir das halt mit ihm hier vor Ort gefeiert haben. Ja, weil das ist dann doch ein bisschen weit für mich tatsächlich zu fahren. Ne? Ich wohne ja sehr weit westlich an der holländischen Grenze, tatsächlich einmal quer durch Deutschland. Und das wäre nicht so. Ich brauche mein Bett, ich brauche meine Dusche, ich brauche auch tatsächlich manchmal mein Umfeld, um das mal so zu sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Alisa. Und Alisa hat da sogar, oder Alisa hat da ein Herzchen als Übung gemalt. Sowas mag ich. Das sind die kleinen Dinge im Leben, Leute. Das macht mich einfach glücklich. Dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ist auch immer richtig cool. Ich mag diese schöne Frau hier vorne drauf, die sehr natürlich aussieht mit ihren geilen Locken. Da muss ich echt immer an Miss Curly Jen denken. Und diese vollen Lippen. Also eine wunderschöne Frau. Ne? Wahnsinn. Ja. Und hier steht auch, der Juli wird wild. Deine Wildlife-Box. Der erste Sommermonat Juli weckt in jedem von uns den Drang, nach draußen zu gehen und etwas Aufregendes zu erleben. Dabei treffen wir nicht nur auf andere Unternehmungslustige, sondern machen auch die ein oder andere Bekanntschaft mit der wilden Pflanzen- und Tierwelt. Der Juli steht bei uns ganz im Zeichen der Wildnis und des wilden Lifestyles. Wir nehmen dich mit auf eine energiegeladene Reise. Wir zeigen dir Marken, die zum Entspannen, Fokussieren und Auftanken nach deinem wilden Tag einladen und dabei einen Hauch Wildnis einfangen. Wir stellen unsere tierischen Begleiter und wilde Tiere in den Fokus und helfen mit unseren nachhaltigen Marken dabei, ihre Lebensräume zu schützen und zu erhalten. Das finde ich cool. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig tatsächlich. Wir haben für dich unter anderem tierversuchsfreie Hautpflege sowie kleine Naschereien für deinen ereignisreichen Alltag. Deine Juli-Box ist übrigens ausschließlich vegan. Auch das finde ich sehr interessant. Also normalerweise hast du die Möglichkeit, zwischen einer veganen Variante und der normalen Variante zu wählen. Ich glaube, tierversuchsfrei sind die Produkte generell, ne, in der Trendradar-Trendbox. Aufregend. Okay, dann hat Markus vom Trendradar-Boxen-Team hier noch so ein Zitat reingebracht. Schon von frühester Kindheit an bin ich mit Tieren zu Hause aufgewachsen. Same, I feel you. Wir haben die Aufgabe, alle Lebewesen mit Respekt zu behandeln. Und das endet nicht bei Haustieren. Stimmt. Große Lebensräume wie Wälder oder Ozeane müssen geschützt und für die dort lebenden Tiere erhalten werden. Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich super wichtig. Also ich bin ja so eine Rettet-die-Bienen-Lady, ne? Wirklich. Also
Wir haben einen Hobby-Imker bei uns in der Nachbarschaft. Die Bienen fliegen dann immer bei uns an den Teich, trinken da und fliegen dann nochmal weiter zum Wald, um da halt was auch immer zu machen. Dann haben die auch bei uns, also überall hier ist halt total geil. Du hast hier fast gar keine Steingärten, ne? Und ja, die Tiere leben hier wirklich. Wir sehen hier Schmetterlinge, wir sehen Hummeln, wir sehen alles an Tieren. Wir sehen Libellen hier jeden Tag, ne? Das ist total großartig. Und ja, bei uns im Teich, wir haben Kaulquappen, also jetzt gerade nicht mehr, weil das sind schon frische geworden, ne? Aber ich lieb's. Ich lieb's einfach. Und ich könnte mir das auch nicht anders denken. Ich bin halt auch so groß geworden, dass jedes Leben extrem wertvoll ist und ja, man das schützen sollte. Selbst die Spinne, die dir über den Fuß läuft und wo du dich kurz erschreckst, weil du nicht weißt, was es ist, aber ja, dann einfach mit dem Glas drüber stülpen. Dann kannst du dir hier einfach so ein Kärtchen nehmen, das dann von unten drunter schieben. Und dann bringst du die Spinne nach draußen. Im Übrigen sind Spinnen auch immer ein super Zeichen dafür, dass es bei dir zu Hause ein wundervolles Klima ist. Die würden nie irgendwo sein, wo die Räume viel zu feucht sind, also wo es halt zu schimmelig oder sowas ist, ne? Die sind halt nur in gut klimatisierten Räumen. Und ja, sind deswegen ein Zeichen für gutes Raumklima. Also Tiere sind super. Ja, hier sind die ganzen Produkte aufgeführt. Teilweise gibt es Alternativprodukte. Dann gibt es noch ein Trend-Goodie. Denn wenn man ein 12-Monats-Abo hat, bekommt man ein Trend-Goodie. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Dann sind hier auch noch so ja, Artikel drin. Umweltschutz geht auch stylisch mit Lavazza. Lavazza ist eine coole Kaffeemarke, die relativ teuer ist. Gucken wir mal, was wir hier von Lavazza drin haben. DIY Fashion Print kannst du basteln. Aha, finde ich auch interessant. Dann sommerliches veganes Tiramisu. Hier haben wir immer auf der letzten Seite ein Rezept, was man sich auch rausschneiden kann und sammeln kann. Das finde ich auch super. Und dann haben wir hier für den August einen Spoiler drin. Den lese ich euch auch mal vor. Ja, diese Videos von der Trendradar Box sind immer ein bisschen chilliger und ein bisschen länger. Wir kommen damit klar, oder? Ich hoffe. Ob entspannt am See oder eine Gartenparty mit den besten Freunden. Warme Sommerabende laden zum entspannten Beisammensein ein. In der Augustbox wollen wir mit dir den Sommer feiern und stellen dir dafür Produkte vor, die dich in Sommerstimmung bringen. Ich bin schon safe in Sommerstimmung, Leute. Von hilfreichen Begleitern im Alltag bis hin zu kleinen kulinarischen Erlebnissen. Der August wird bei uns sommerlich. Okay, also das wird dann quasi nochmal eine krassere Sommerbox als die, die wir jetzt schon haben. Da bin ich auch mal gespannt drauf. So, dann trinke ich mir nochmal einen Schluck Getränk aus einer anderen Box, die ich eben ausgepackt habe. Ich habe heute, wie gesagt, so einen richtig Hardcore-Tag, weil, ey, heute ist der 9. Juli und gestern, 8. Juli und heute, 9. Juli, also Freitag und Samstag, war hier die Hölle los, weil die haben die DHL-Boten, die tat mir so leid. Nein, alles gut, ne? Ich kenne die, ich mag die, die mögen mich auch, glaube ich. Ein Paket nach dem nächsten haben die da aus ihrem Van rausgeholt, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Da habe ich auch gesagt, was ist los, ey? Ja, die ganzen Boxenfirmen haben hart rausgehauen, genau zum gleichen Zeitpunkt, oder? Ja gut, einmal war halt auch, dass die Post irgendwie nicht ausliefern konnte, weil da super viele Krankenfälle waren und so. Ja, also ich trinke nochmal kurz. So, und dann können wir jetzt endlich mal nach einer Viertelstunde Intro, läuft bei mir, mit dem Unboxing anfangen. Und zwar habe ich als allererstes hier von Louf aus Lupinen, Barista, wunderbar aufschäumbar. Das finde ich interessant. Das ist ein Liter Milch quasi oder Milchersatzprodukt, ne? Und ich trinke ja auch nicht mehr so viel Kuhmilch. Jetzt in der Schwangerschaft doch wieder ein bisschen mehr, aber normalerweise bekommt mir das nicht so gut. Aber ich merke, dass mein Körper Kalzium braucht, deswegen ne, haue ich da jetzt doch wieder ein bisschen rein. Aber ich trinke gerne meinen Kaffee dann auch mit alternativer Milch. Und da kann ich jetzt hier mal Lupine versuchen. Habe ich noch nie gegessen, getrunken, wie auch immer. Bin ich sehr gespannt drauf. Das scheint übrigens eine Lupine zu sein. Sieht mir ein bisschen aus wie Lavendel, oder? Ja, grob. Grob Lavendel. Ganz grob, Claudi. Ganz grob. Ja, es ist eine lila Blume. Nee, finde ich cool. Echt. Hier steht aber auch drin, dass hier eine gute Kalziumquelle sein soll, ne? Gut, dann habe ich hier den Kaffee, von dem ich eben schon gehört habe. Schade, ich hatte gehofft, dass wir dann hier auch Kaffeebohnen drin haben, denn mit Kaffeepulver können wir leider nichts mehr machen. Wir hatten vorher eine Kaffeemaschine, wo man auch Pulver hätte reinmachen können. Jetzt haben wir nur noch eine reine Bohnenmahlmaschine. Ja, deswegen. Okay, Lavazza ist das. iTierra Bio Organic Premium Blend for Planet. 100% Arabica, mild and fruity, auch das ist cool.
6 von 10 ist die Intensity. Ja, das werde ich aber dann meiner Mom oder so geben. Mal gucken. 180 Gramm habe ich hier drin enthalten. Das ist schon eine gute Menge, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, unsere Geburtstage sind jetzt echt vorbei, ne? Sonst hätte ich gesagt, komm, das bewahre ich mir für den Geburtstag auf, dass wenn man dann Kaffee hat. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch keinen Geburtstagskaffee gemacht, sondern hatten dann schon nachmittags, aber eher abends die Leute dann da. Haben Dutch Oven gemacht. Ja, Kaffee. Finde ich per se, wie gesagt, gut. Wir mögen gerne Kaffee. Ist halt Kaffeepulver. Aber sowas ist halt grundsätzlich schwierig, weil woher sollen die Boxenpacker wissen, welche Art von Kaffeeautomat, Kaffeemaschine die Person zu Hause hat, ne? Deswegen. Okay, so, dann habe ich hier eine Omnibar drin. Beetroot Kakao. Okay. Beetroot ist rote Beete, oder? Weiß ich jetzt nicht. Das ist vegan. Alles ist vegan, Claudi. Würde ich mir jetzt hier einfach mal in meinen Tisch reinlegen, weil das so ein Riegel ist, ne? Und ich habe aktuell ja super viele Heißhungerattacken. Your moment of pleasure. Und wenn ich dann mal wieder eine Heißhungerattacke bekomme, dass ich mir das dann einfach mal esse und probiere. Und wenn ich das bis zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung schon gegessen habe, kann ich euch mal reinschreiben, wie es geschmeckt hat. Jo. Finde ich auf jeden Fall cool. CO2-neutral Produkt, das finde ich auch cool. Ne? CO2-neutrales Produkt. Also wie gesagt, hier meine Schublade. Das ist eigentlich eine Schminkschublade, aber mit ein bisschen zweckentfremdet hier. Gut, dann habe ich hier Chips. Oder was ist das? Baked Organic Corn Snack, also quasi Mais-Snack, Biosaurus. Ja, man, let's have fun, Junior. Hä? Sea Salt? 50 Gramm? Hä? Was ist das? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Und jetzt muss ich mal eben kurz Akku wechseln. Also die gibt es auch in der Variante Käse und Ketchup. Meet my friends, Igor und Babe. Was zur Hölle. Der Igel von meiner Freundin, von Sandra, hieß übrigens, oder heißt immer noch, Igor. Ja, weil I für Igel läuft. Okay, ja, komm, guck ich die mal an, oder? Sehen aus wie Kinderchips, wirklich. Also wie Kinderchips oder Kinder, solche Puffviecher, die halt nicht so viel Geschmack haben. Ein Kumpel von uns hat die nämlich gegessen, als der eine Zeit lang halt kein Gluten essen durfte. Und wenn er dann irgendwo zu Besuch war und da irgendwie so partymäßig was war, haben wir immer für ihn halt auch so Maisflips-Gedönsen geholt. So schaut das aus. Und jetzt probiere ich das mal. Ich hoffe, das schmeckt nicht wie die Dinger, die ich kenne. Ja, na, ja, ein bisschen. Es ist essbar, aber ich muss halt wirklich sagen, man schmeckt, dass es eigentlich relativ gesund ist. Also nicht gesund, sondern nicht so derbe gewürzt, ne? Geschmackssache. Ja, das kann man dazu wohl sagen. So, hier haben wir jetzt ein Fashion-Produkt drin enthalten. Und das ist tatsächlich ein T-Shirt. Mit einem Elefanten drauf. Wie süß. In One Size. One Size ist doch gar nicht so klein, ne? Also ich bin 1,73 Meter und kann das quasi als Kleid tragen. Wirklich. Also kein Spaß jetzt, ne? Das wäre dann ja quasi so. Hier ist ein Bein. Ja, ich trage sehr entspannt, weil wegen ist so. Und das ist halt so ein schönes dunkelgrün. Ja. Ne, als Schlafshirt kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Im Sommer gerade, ne, dann halt einfach so. Finde ich süß. Kann man auf jeden Fall machen. Wird dann, also ist jetzt hier von Trend Raider selber. Hier habe ich Beauty mit drin enthalten von Skön wahrscheinlich. Repair Mikrobiome Night Cream. Double Barrier Function Improve Microbiome Prevents Dehydration. Vitamin E Unscented 30 ml. Okay, also das ist eine Nachtcreme. Ja, ne? Schön mit Olivenöl, Wasser. Ja. Ja, okay. Ne? Ab und an, wie gesagt, Beauty ist hier mit dabei. Finde ich interessant, kann man mal ausprobieren. Okay, oh ja. Ein bisschen was Schönes, ja, das ist ja richtig cool. Hanf Chill Out Augenpads von Gems. Repair Effekt. Bis zu 134% mehr Feuchtigkeit. Die packen wir uns schön vorher in den Kühlschrank, ne? Damit wir da auch so einen richtig tollen Kühlungseffekt jetzt im Sommer haben. Das finde ich cool. Das mag ich gerne leiden. Augenpads sind klasse. Dann haben wir hier so eine süße, oh, Shoppinglist.
Das mag ich auch gerne dann. Guck mal hier so mit. Das ist richtig niedlich. Mit so Füchsen drauf, ne? Oh, wie süß. Ja, kann ich gut gebrauchen, denn wir schreiben uns auch noch Einkaufslisten tatsächlich. Schreibt ihr auch Einkaufslisten? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ganz viel schreiben hier. Ich finde, dass wenn man eine Einkaufsliste hat, dass man dann auch wirklich weniger ausgibt und weniger Blödsinn kauft. Also dann kauft man wirklich nur das, was man braucht. Das finde ich irgendwie nice. Und deswegen, ja, mag ich das. Eine Shoppinglist. Passt. Definitiv. Dann habe ich hier, spare 20% mit dem Code WILL20 bei holzbrüder.de. Die schönsten Tiermotive auf Bio-Baumwolle. Ach, da kommt wahrscheinlich das T-Shirt her, oder? Weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Ne? Okay. Dann habe ich hier noch eine Karte mit drin. The World. Das sieht hübsch aus. Was kommt denn aus unserem hier, aus Deutschland? Füchse. Ja, Füchse. Oben natürlich die Elche, ne? Aber von uns kommen die Füchse. Definitiv. Auch eine ganz interessante Geschichte, dass man das einfach mal so sieht, wo kommen welche Tiere jetzt theoretisch her, ne? Das ist ganz interessant Richtung Russland und Asien. Ist jetzt nicht so viel los offensichtlich. Okay. Ja, aber ansonsten sehr, sehr, sehr cool. Also das finde ich interessant. Das ist auch ein schönes Motiv. Wenn das ein bisschen größer wäre, könnte ich mir das auch echt gut vorstellen, das so aus einzurahmen und dann, ne, kannst du schön machen. Gut, und dann habe ich hier das Produkt. Das ist dieses, wenn du das 12-Monats-Abo hast, also wenn du quasi die Trend Radar Box über das ganze Jahr abonniert hast, dann bekommst du alle paar Monate auch so ein Goodie mit on top. In der Farbe Dusty Rose habe ich von Le Papier Beauty Made Easy Moisturizing Lipstick Glossy Nude. Da habe ich aktuell auch eine Lippenpflege in Anwendung. Die war letztes Mal, glaube ich, in der Trend Radar Trendbox drin enthalten. Die finde ich auch gut. Also ein bisschen, man muss sich erstmal dran gewöhnen tatsächlich, weil die Form halt auch anders ist. Das ist ja eher so eine Stiftform, also schmaler, ne? Und sonst hat man ja diese breite Oberfläche, sodass man dann auch easy peasy so über die Lippen drüber kann. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, das quasi so dann zu halten. Und dann gehe ich da so über meine Lippen. Und dann habe ich das halt auch direkt oben und unten gleichzeitig drauf. Ja, und das ist halt ganz genau so von der Form. Und hier ist halt das Coole, du hast hier kein Plastik mit dabei. Das heißt, wenn du den aufgebraucht hast, beziehungsweise wenn du dieses Stückchen hier leer gemacht hast, ne, oben, dann kannst du einfach das Papier an der Seite lösen und dann rollt sich das so runter. Das ist total genial. Also das hatte ich jetzt auch schon einmal gemacht bei meinem Lippenpflegestift, weil der schon ein bisschen aufgebraucht war. Und das ist jetzt auch ein Produkt, das wandert in mein Full-Face Beauty-Boxen mit rein für Juli. Denn jeden Monat schmicke ich sowas, dass ich einfach alle, ich bin immer noch außer Puste, warum? Ich weiß es nicht. Dass ich alle dekorativen Kosmetikprodukte, die in den Beauty-Boxen drin enthalten waren, mir am Ende des Monats zusammennehme und dann einfach mal schaue, wie funktionieren die überhaupt im Gesicht? Weil ich freue mich immer über Schminky Pinky, ne? Aber ob das dann auch wirklich qualitativ gut ist, sehe ich dann immer erst im Full Face Beauty Boxen. Und ja, genau, da kommt auf jeden Fall der Lippi mit rein. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte gucken, ob wir Alternativprodukte gehabt hätten, ne? Weil ich habe jetzt alles soweit eigentlich ausgepackt. Bei dem T-Shirt hätten wir andere Farben haben können. Also weiß, rot, beige wäre da möglich gewesen. Wow, dieses Gün. Creme kostet 63,57 Euro. Das ist der Wahnsinn. Bei dem Biosaurus hätten wir die Ketchup-Variante auch noch alternativ haben können. Dann hätten wir anstatt von dieser Omnibar, also von dieser Rote-Bete-Kakao-Geschichte, auch noch Karotte-Ingwer haben können. Das wäre nicht ganz so meine Welt gewesen. Alternativ auch noch von Wingman verschiedene Proteinriegel. Von dem Lavazza-Kaffee hätten wir auch noch eine andere Sorte haben können. Was habe ich denn? Ich habe For Planet und dann hätte man auch noch For Africa haben können. Bei diesem Notizblock hätte man auch noch andere Motive haben können. Das wäre irgendwie, ich glaube, eine Katze, nee, irgendwas mit einem Spiegelei. Und ist das ein Schaf? Ich weiß es nicht. Ganz interessant. Okay, und diese Karte hat auch einen Wert von 5 Euro. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil hier hinten auch Kram draufsteht. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Werbung. With love is the Wasser. Okay, krass. Ja, und bei dem Trend-Goodie hätte man verschiedene Farben haben können. Ich habe ja diesen... Was ist das? Ich habe gesagt, ne? Dusty Rose... Und da wäre auch noch Cerise, Classy und Ruby möglich gewesen. Ja, ich bin mit meiner Box zufrieden.
29,90, 29,95 für die Produkte. Definitiv, ja. Also das mit der Creme finde ich jetzt ein bisschen krass, muss ich gestehen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so sackteuer ist. Aber gut, ja. Weil die sieht jetzt von der Verpackung her nicht so aus, ne? Muss ich wirklich sagen. Okay. Ja, ansonsten schöne Produkte, interessante Produkte, leckere Produkte. Ich muss jetzt nur meine Luft wiederfinden, aber wir kriegen das hin. Und vielen, vielen Dank an das liebe Trendrainer-Boxen-Team, dass ihr mir die Box zugeschickt habt, dass ich die vorstellen konnte, weil ja, ich finde es immer ziemlich aufregend, da einfach mich auch mit auf diese Reise nehmen zu lassen. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen, dass ich dich mit auf diese Reise genommen habe. Wenn dem so ist, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!